So, hallihallo, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Baldur's Gate 3. Erstmal, falls ihr die Videos mögt und sie gut findet und ihr euch anguckt vor allen Dingen, dann würde ich mich natürlich gerne über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten sind wir heute zurück in dieser Enklave der Hoffnung, nenne ich es jetzt mal. Wir hatten zuletzt hier die Verteidigung des Portals gemacht, dass wir den, nachdem wir den... wie hießen der denn, den alten Typen von der Faust da aufgeweckt hatten, der irgendwie 100 Jahre hier im Schattenfell war. Und wir hatten rausgefunden, wo der andere ist und Halsin hat den geholt. Jetzt so, es ist so ein bisschen die Frage, was mit dem genau passiert ist, das haben wir noch nicht geklärt. Und ich werde mich direkt jetzt schon mal entschuldigen, ich werde versuchen, heute nicht mehr ganz so viel zu reden. Also ich werde natürlich trotzdem noch reden, aber ich werde mich versuchen ein bisschen zu schonen, weil ich merke, dass ich von gestern, ich habe gestern auch aufgenommen und gestreamt, dass ich ein bisschen eine kratzige Stimme habe und das ist noch ein bisschen blöd. Also ich merke, dass es hier mein Hals belastet hat. Deswegen nicht wundern, wenn es heute ein bisschen ruhiger zugeht. Ich hoffe, das könnt ihr mir verzeihen. Ich will aber trotzdem gerne weiter spielen. Deswegen geht's weiter. So, ich glaube, bei dir ist jetzt nichts Neues, ne, bei Bex. Der hat mir, glaube ich, schon gesprochen, nur weil ich gerade noch sehe, dass er hier noch heult. Was war denn dein Thema nochmal? Okay, sie heult einfach nur. So, wir müssen hier hoch, glaube ich. Da liegt Blut rum. Huch. Kann ich damit interagieren? Denk mal, der Bösen. Ferocious looking beast. Although your stuffing might be leaking. I'm watching you, buddy. Look at the size of that thing. It could eat a person whole. Or a double portion of children. Damn it. Moment, der war hier unten, der war nicht oben. Hier in der Ecke waren die. Oder? Ne, hier ist immer der Dude, wo ist denn der andere? Ha? Ach stimmt, die hatten uns ins Lager gebracht, ne? Im Lager war der jetzt. Er hat gesagt, er bringt sie ins Lager. Ja, 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 ja. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich, dass sie gesagt hat, hey, ich bringe sie ins Lager. Wo war denn Halsin im Lager? Da hinten irgendwo, oder? Ja, da ist er. Geht mir doch mit ihm. Hallo? Daniel is resting. But it's no easy slumber. I discovered what's wrong with him. The shadows rendered him in two when they bore him away to the Shadowfell. Half of his essence remained here, amidst the curse. What stayed behind would have been the strongest part of him. But after all these years left in the darkness, corruption must have taken hold. Okay. Ist das rückgängig zu machen? Perhaps. If we can find Thaniel's lost half, and make him whole again. Wir müssen also eine halbe Seele finden. The missing half may not come willingly. The curse will have sunk its tendrils deep, twisting Thaniel's essence into something else. Irgendwelche Ideen, wie die fehlende zu finden ist. No matter how it's been twisted by the shadows, it is still part of Thaniel's essence. It will resemble him somehow and may show signs of his power. Was kann er denn? Signs of life in the darkness. Wildflowers where everything else is dead. The curse cannot subdue the power Thaniel bears. Not entirely. Wie stark ist denn der? Holy shit. I saw just the sort before. Not long after we first came within reach of the shadow curse. Fool that I am, I did not grasp their significance. Ist das der Nekromant? There is a ruin some way outside of Last Light. I caught a glimpse of fresh blooms there, but did not investigate further. I shall mark it upon your map. Danke. Das hilft. Ich werde sehen, was ich tun kann, aber ich verspreche kann ich nichts. Let me help you then.
Every moment counts, and I've asked much of you already without being at your side. Oh, if you want me, I'm yours. Against the curse, against the absolute. Anything. Just say the word. Okay, dann komm mal mit. Seems your ranks are quite packed. If some space frees up, I'll be ready for you. Okay, dann heißt das, wir müssen jemanden rauswerfen. Schattenherz. I guess. Du solltest mal deine ganzen Sachen ins Lager schicken. Ich kann das nicht massenhaft ins Lager schicken, oder? So. Doch, kann ich. Also, das kannst du erstmal an Ben schicken. Und das bis dahin. Schicken wir mal ins Lager. Ha! Nice. So, wo ist Schattenherz jetzt? Das ist Lizelle, die meinte ich nicht. Da ist er doch. Poor Karlak. She can finally seek out the touch of another. Only to be told she might not have much time left. Ja, Ich suche euch hier, wenn ich euch brauche. If you're sure. Ja. Fine. I'll be here when. Ja, ja, du bist immer sauer, wenn man dich hier zurücklässt aus Gründen, ich weiß. Let's get going. Ich weiß. Komm ran, Halsin. Wir wissen, was du kannst. There'll be no improvement until his essence is restored, I fear. Good. Now our roots can be together. Okay. Das wundert mich, dass es da ein Einverständnis-Ding gibt. Stufenaufstieg Druide. Zirkel des Mondes. Instinktive, du kannst Bonusaktionen in Tiergestalt ändern. Aktion verbraucht Zauberplätze, um Trefferpunkte in Tiergestalt zurückzuerlangen. Tiergestalt, Tiergestalt Dachs, Spinne, Wolf, Katze, Aktion, Tiergestalt Bär. Gibt's auch. Ich könnte jetzt eine Unterklasse auch ändern. Aber er ist auf jeden Fall nicht wirklich ein Spornzirkel, weil Spornzirkel ist ein bisschen Verfall. Genau, Heiligenschein aus Sporen. Symbiotische Einheit. Hallihallo, Xan. Ja, hättest du mal nicht so verärgert. Zirkel des Landes. Zapfen mächtige Magie an, welche durch die Erde fließt und alle lebenden Dinge miteinander verbindet. Die Moni treu geschworen haben, nutzen dessen launhaftes Wesen, um sich gar die Kreaturen elementar zu verwandeln. Tod, eine große Pilze und Spornbildung ist Teil des Lebens. Ich habe Dinge getan. Ja, verärgert, sage ich doch. Also irgendwie, wenn Zirkel des Landes. Was? Flausal von Kämpfen genutzte Zauberplätze auf. Das ist ein bisschen mehr der Caster, oder? Die nötig waren. Du hast sie verärgert, ich weiß es genau. Tja. Nee, ich glaube, ich würde den Mond schon nehmen. Dann ist also Caster und Tank in einem. Hier kann er einen Zaubertrick mehr? Er kriegt einen Zaubertrick mehr. Er kriegt die göttliche Führung. Ha! Er muss wohl den nehmen. Dann kann er göttliche Führung lernen. So. Verstricken, Donnerwurge, Goodberries. Das heilt sau viel hier, das haben sie auch geändert. Bist du jetzt schon durch, Xan, komplett? Ist es quasi die Auflösung vorm Ende gewesen oder bist du noch nicht durch? Wunden heilen kannst du auch leisten. Aber du musst ja jetzt ein paar Aufstiege machen. Zirkel des Landes. Du erhältst zwei immer vorbereitete Zauber. Arktisch. So ein festhalten Donnerwuchs. Spiegelbilder, Nebelschritt. Nebelschritt ist sehr, sehr cool. Verschwimmen und Stille. Rindenhaut, Person festhalten. Unsichtbarkeit, spurloses Gehen. Moment, spurloses Gehen ist das Massending, oder?
beschwörst einen Schleier aus Schatten und Stille, der dir und allen Gefährten in Reichweite einen Bonus von +10 dafür wird. Genau. Das ist, wenn wir alle schleichen wollen würden. Unterreich, Spinnennetz und Nebelschritt. Ich habe jetzt 6 Speicherstände nahe des Endes, bei denen ich mir noch ein paar wichtige Entscheidungen variieren kann. Und ja, einmal habe ich die Credits gestern Abend noch durchlaufen haben. Okay. Melfs Säurepfeil Dunkelheit. Spiegelbilder und Dornenwuchs. Spiegelbilder war das. Kann ich aber nur auf mich machen. Schwimmstille. Spinnennetz und Nebelschritt ist, glaube ich, auch ganz geil, weil du da Leute festhalten kannst. Dicken brennbaren Spinnenweben, die Kreaturen daran verlangsamen und sie möglicherweise einspinnen. Wir sind im Unterreich, komm. Wir kriegen das, weil wir im Unterreich sind, Zauberplätze vorbereiten. Das können wir, glaube ich, ganz am Ende machen, wenn wir alle Level-Ups gemacht haben, die Zaubervorbereitungsänderungen. Die kann der Druide ja immer machen. So, was haben wir bekommen? Tiergestalt Tiefenrote. Eines Tiefen... Also das sind diese Ochsenviechter. Das Tanzen Lichter wirkt und auf seinen Gegner zustürmt. Das Tiefenrote hat einen Anfangsgesundheit von 23 Punkten, die sich alle 2 Druidenstufen erhöhen. Aha. Darf noch einen Zaubertrick lernen. Resistenz, Flamme erzeugen, Gift versprühen. Versprühen. Wobei hier unten ist das sogar gar nicht so gut. Übrigens, sei nicht so doof wie ich und nutze andere Concentration Spells, wenn du gerade deinen Main Damage Charge gehastet hast. Du meinst, weil du gerade einen Main Damage Spell gecastet hast und dann direkt noch einen Concentration Spell castest? Das wäre blöd, ja. Fuck, ich weiß nicht, worin der schon geübt ist. Geübt mit Elfenwaffen. Langschwert, Kurzschwert, Bogen, Gelegenheitsangriff, Dunkelsicht, Feenblut, Unterreich. Ich weiß nicht, ob er zum Beispiel... Oh, verdammt. Kann man das nicht irgendwie anzeigen lassen, an welchen Skills der hier geübt ist? Das geht hier nicht, oder? Achso, weil Haste dann direkt wieder weg ist, ne? Das meinst du. Und dann zum Beispiel eine Wall of Fire gecastet für Damage. Ja. Haste ist ein Concentration Spell. So, das ist bei 17. Ich hätte gern Weisheit +1. Charisma? Nee. Überrascht. Stärke Geschicklichkeit. Stürmer. Hab damit meinen Monk Rogue gestunt. Gestunt? Oh, der hat sogar einen negativen Effekt. Der geht nicht mal für Haste wieder weg. Okay. Stürmer, Armbrustexperte, defensiver Duellant, 2 Waffenkämpfer, Gewölbeforscher. Versteckte Gegenstände im Foto bis bei Rettungswürfen von Fallen vermeiden. Was? Du bist gegen Schaden durch Fallen resistent. Wenn Haste ausläuft, egal wie. Okay, das wusste ich nicht. Ist das auch ein. Ich glaube, es ist im normalen D&D-Regelwerk nicht so, war ich der Meinung, aber vielleicht vertue ich mich da. Hier kurz alle Trefferpunkte zurück. Resistenzen. Schwer gerüstet, leicht gerüstet. Wir sind Stärke um 1, Stärke oder dein Geschick um 1, Glückspilz. Magiertöter. Wer gegen Vorteil kannst du eine Reaktion verwenden, um sofort einen Angriff auf den Zauberwirker auszuführen. Gegen die du triffst, sind wir Rettungswürfe Konzentration im Nachteil. Magier Novize sehe ich eigentlich nicht so. Vor allen Dingen. Weil das nicht die Stats erhöht. Leichtfüßig, Bewegungsrate, schwere Rüstung. Aber irgendwie ist das doch auch kaputt, oder? Ich bin doch nicht mit. Bin ich mit mittelschweren Rüstungen als Droide geübt? Doch bin ich, ne? Doch, ich glaube schon, ich spiele einen Droiden in D&D. Der ist, glaube ich, mit mittelschweren Rüstung geübt. Ich würde gerade sagen, sonst ist der Meister, sollte nicht freigeschaltet sein, weil ich nicht geübt bin. Daran sieht man es vielleicht ein bisschen. Aber wozu kann ich dann mittelmäßig gerüstet nochmal machen, was mir den Umgang mit mittelschweren... Achso, und Schilden macht es mich geübt. Und Schilden. Das ist aber doch nur eine mittlere Rüstung mit den Schilden. Auch spannend. Leicht für die Mittelunterhalter.
Charisma. Musik, Stangenwaffenmeister, wenn du mit einer Kleve, einer Hellebarde, einem Kampfstab oder einem Speer angreifst. Ja, tendenziell will ich das nicht tun und Gelegenheitsangriff hat er schon. Für ein Attribut soll bis ein, so bist du außerdem in Rettungswürfen mit diesem Attribut geübt. Weisheitsrettungswürfen? Könnte man machen, ne? Weisheitsrettungswürfe, die sind zwar sowieso schon ganz gut, aber also Weisheitsrettungswürfe dann zu failen, das ist sehr unwahrscheinlich, aber das ist alles. Weisheitsrettungswürfe sind alles, was so psychische Manipulation angeht, glaube ich. Oder Intelligenzrettungswürfe. Weisheit oder Intelligenz in vielen Situationen. Lernst zwei Rituals vor deiner Wahl, das kann glaube ich auch sehr mächtig sein, weil die kannst du ja vor free casten immer wieder. Wilder Angreifer, ausführst, würfelst du zweimal deinen Schadenswürfel. Das ist auch für den. Aber wir haben nicht den Landdruide genommen. Wir haben nicht den Monddruide genommen, sondern den Landdruiden. Wir werden also gar nicht so krass verwandeln. Kein Maß, ich rege Fernkampf bei Waffen, in denen Umgang geübt bist, habe ein Maß von minus 5, nutze ich 10 Schaden. Geübt. Dann lernst du einen Zaubertrick für einen kritischen Treffer beim Angriffswurf. Mit Zaubern benötigst du ein Auge weniger. Dieser Effekt kann sich addieren. Ja. Kampferprobte Zauberwirker. Rettungswürfe und Konzentration im Vorteil. Du kannst eine Reaktion verwenden, um Schockgriff auf eine Kreatur zu wirken, die sich aus der Nahkampfreichweite bewegt. Ja. Ich glaube, ich werde belastbar nehmen. Um dann Weisheit zu nehmen. Dann kriegen wir Weisheit 18 und somit Rettungswürfen für Weisheit im Vorteil. Finde ich, glaube ich, eine gute Option. So, was hast du jetzt bekommen? Wilder Schlag. Nach einem waffenlosen Schlag in Tiergestalt kannst du einen zusätzlichen Angriff ausführen. Okay. Wir haben jede Menge Stufe 3 Zauber gekriegt. Und... Achso, wir können auch einen Zirkel des Landes Verbesserung machen. Ja, dann Unterreich. Wir sind ja im Unterreich. Nee, das Unterreich hat man schon, das sind jetzt andere. Ach du Scheibenkleister, Schneesturm und Hast. Schneesturm und Blitze herbeirufen. Schutz vor Energie, hypnotisierende Muster. Blitze herbeirufen, Pflanzenwachstum. Tageslicht und Hast. Tageslicht und Hast wäre super, glaube ich. Weil ein paar von den Gegnern haben ja echt ein Problem mit Tageslicht. Also die sind ja wirklich tageslichtempfindlich. Aber das hat sie. Das hat. Ja, wobei, das hat diese Tarnung aufgehoben, ne? Und das haben wir jetzt auch nicht mehr dabei. Von daher nehme ich das mit. Tageslicht ist ganz gut und Hast ist ja auch gut. So, die Zaubervorbereitung lassen wir auch erstmal so. Wie gesagt, wir haben noch zwei Leute zum Aufsteigen. Sicherer Schritt und du bist. Okay, Lebensgewohnheit, schwieriges Gelände verlangt natürlich nicht mehr. Tiergestalt Panther, Tiergestalt Eulenbär. Fun Fact, Eulenbären sind eigentlich keine Bestien im D&D-Regelwerk und können deswegen nie als Tiergestalt benutzt werden. Das haben sie für die Dramaturgie hier ein bisschen gebeugt, die Regeln. So, das ist das Level Up. Zirkel des Landes, schwachen Elementar beschwören und Eissturm. Oh, als was zählen Eulenbären dann? Die zählen nicht, also nicht als normale Tiere. Die zählen als was Besonderes. Gibt noch eine andere Kategorie im Moment. Da gucke ich jetzt nach. Die. Wenn man noch was offen hat vom letzten Mal benutzen im Browser. Ich war gerade voll erschrocken, warum das hier hupt. Die. Old Beer. In die 5 Olbier ist vielleicht das Beste. Das sieht euch als Monster, genau, nicht als Bestie. Deswegen. Ja, es ist eine Large Monstrosity. Deswegen kann der Dingensbums, der Druide sich nicht da rein verwandeln, weil der kann sich nur in Bestien, also in Tiere verwandeln. Und das zählt als Monster. Ja, genau, Kern. Genau. So, du kannst schwachen Elementar beschwören oder Eissturm, Bewegungsfreiheit und Verwirrung. Ist Verwirrung in AOE? Nee, ne? Ja, das war nur für einen. Nein, jetzt habe ich Escape gedrückt, ich Vollidiot.
Klage und Feuerwand. Wald, schwache Elementarbeschwörung, Schlingranken, regungsfreie Verwandlung, Steinhaut und Tier beherrschen. Schwache Elementarbeschwörung, Schlingranken, mächtige Unsichtbarkeit und Tier beherrschen. Also eigentlich ist das eher vom Wald. Wir nehmen den Wald jetzt mal hier, Schlingranken. Zu sich hinziehen kann. Aha. So, Zauber vorbereiten müssen wir jetzt noch machen. Vorbereitete Zauber. Wunden heilen ist ganz gut. Verstricken. Braucht jedenfalls nicht so viel Stufe 1 Zauber, glaube ich. Viermal gesperrte Inventar oder das eines Begleiters. Kreaturen, die einen Bären essen, gewinnen 1 zu 4 Trefferpunkte zurück. Verschwinden nach einer langen Rast. Okay, das sind quasi Mini-Heiltränke. Schwache Genesung, Person festhalten, Todstellen habe ich nicht einmal benutzt. Mondstrahlen. Ah so, ja, das kann ich sogar. Bewegungsfreiheit. Steinhaut. Steinhaut werden damit natürlich nicht magische Hiebstiche nur den halben Schaden erleidet. Was ist das seltenste Baldur's Gate 3-Schiff überhaupt? Ich will jetzt nicht wissen, welches es ist. Aber spannend. Um an der Seite zu kämpfen, sie kann einen Naturschutz einsetzen, Gegner verstricken und eine Waldweit beschwören. Moment, ich kann jemanden beschwören, der wird jemanden beschwört. Hey, Dog! I heard you like summoning, so we put some summons in your summons. What the fuck? Eissturm hört sich gut an. Tier beherrschen. Feuerwand. Plage. Plage kann ich schon. Weil es kein Hidden Achievement ist. Also hast du das fertig gespielt oder was? Hast du die Credits gesehen? Wir könnten verwandeln. Achso, wir dürfen nicht so viele Hochlevelige nehmen. Wir haben jetzt eine Stufe 4. Nehmen wir mal noch eine zweite Stufe 4, für den, wenn wir die in Action Economy brauchen. Schneesturm und Eissturm. Ist das das gleiche? 2 die 8 plus 4 die 6 Kälte. Der die Konzentration für Zauberwirkung unterbricht, Feuerlöschen eine Eisoberfläche erzeugt. Ja, krach, den Boden bedeckt und alle Objekte und Kreaturen Reichweite trifft. 2 Züge Watt, Eisoberfläche. Und das lässt aber 10 Züge an, das ist ein Konzentrationsspell, das nicht. Das ist ja dann eigentlich ein bisschen geiler, das ist ein Konzentrationsspell. Willst du treffen alle Ziele in Reichweite, dann kannst du 10 Züge lang in jedem Zug wieder Blitze herbeirufen, ohne einen Zauberplatz nutzen zu müssen, okay. Das ist ziemlich mächtig. Pflanzenwachstum, das Unkraut aus dem Boden sprießen, den Bereich zu ersticken. Fängst auf den Kreaturenbereich ist auf ein Viertel verringert. Yo, what? Auf ein Viertel? Das seltenste ist 100 Gold durch Musikperformance zu verdienen. Achso, wow. Wow. Ja, ich bin halt kein Barde. Und die Leute, die Barde spielen, denken anscheinend nicht daran, dass sie performen dürfen. Flammende Sphäre. Wir haben nur 3 Plätze frei. Eismesser, Donnerwoge. Donnerwoge ist eher ein Utility-Ding, ist nicht um die Leute, um das alles wegzukicken. Ich glaube, ich würde mal das machen und gerade mit dem Blitzer herbeirufen, sollte es eigentlich dann nochmal die Blitze verstärken, wenn wir da hoffentlich nicht drinstehen. Dornenwuchs, wir haben da ein Stück Boden in harter Dornen, die Bewegungsrate ist halbiert, Kreaturen, die sich durch die Dornen bewegen, erleiden Schaden. Das hört sich eigentlich ganz gut an. Tribut verbessern. Flammenklinge, Schutz vor Gift. Schutz vor Gift könnte man, glaube ich, hier gern benutzen. So, Wasser, heilen und eine Donnerwoge haben wir hier unten. Windstoß. Starken Sturmwind, der alle Wolken auflöst, Kreaturen um 5 Meter zurückstößt und aus dem Gleichgewicht bringt. Das ist quasi eine leicht stärkere Version von Donnerwoge, oder? Nur, dass uns das kein Damage macht, aber dafür wird es, glaube ich, weiter zurückgestoßen und aus dem Gleichgewicht gebracht. Ja. Pflanzenwachstum, Schutz für Energie, Schneesturm. Ein Hammer noch. Vielleicht doch verstricken, wenn die Leute sich nicht so gut bewegen können. Oder Nebelwolke. Ja. Lange Schritte, Sprung verbessern.
Tierfreundschaft. Ich nehme eine Nebelwolke. So, jetzt haben wir Halsen dabei. Du hast natürlich null Ausrüstung von irgendwas. Ja, yeah. Haben wir für dich irgendwie sinnvolle Ausrüstung? Sind hier immer noch Typ. Bist mit dem Streitkolben sogar geübt, guck mal. So. Hä? So, okay, du hast einen Streitkolben jetzt. Gute Bären hast du sogar schon dabei. Warum hast du gute Bären dabei? Das irritiert mich ein bisschen. Jacke des Wohlwollens. Heilende Reihen, wenn du Verbünde mit badischen Inspirationen hast. Ja, das ist ja wurscht. Gepolsterte Rüstung plus 1. So, das ist ein weniger Wuchtschaden. Hier. Wenn der Träger seinen Kampffrosch beendet, das ist dir wurscht. Wenn du Giftschaden bewirkst, mit dem Ziel einen Konstanz stehen, dann sind sie vergiftet. Wenn du den Träger im Kampf spurtet. Hatte die das nicht mal? Ah ne, die Rüstung hat plus 1 gekriegt jetzt, deswegen. Zauberfunkler. Schaden mit dem Zauber. Zauber hätte 2 Blitzladungen. Das war am Anfang ganz geil. Das ist inzwischen nicht mehr ganz so relevant. Damit ist er nett geübt. Panzer der brutalen Energie. Wo habe ich den denn her? Das ist ach, eine schwere Rüstung. Ja. Können wir ans Lager senden. Damit bist du sogar auch geübt. 5 bis 10 kritischen Treffer erleidest, zieh 10 nekrotischen Schaden, solange das Konstrukt oder untot ist. Du erhältst 10 Temperaturpunkte. Penetration gegen nekrotischen Schaden, für Ziel in der Nähe Anwender zu einen nekrotischen Schaden zu. Achso, und dem Anwender. Wait a second. Wait a second. Kurzschwert des ersten Blutes. Was, wie ist denn deine Geschicks... Also, Halsen, zeig mal kurz deinen... Geschick 14, das ist sogar ganz okay. Dann können wir auch dir das Kurzschwert des ersten Blutes geben. Bei Zielen, die noch alle Trefferpunkte haben. Sonst ist es 1d6 plus 2 statt 1d6 plus 4. Hm. Mit Schilden bist du wahrscheinlich nicht geübt. Würde ich jetzt immer vermuten, aber weiß ich natürlich nicht. Schwerherrüstung bist du auf jeden Fall nicht geübt. Giftmische Handschuhe. Du hast gar nichts dabei. Habe ich hier noch irgendwas Spannendes? Das ist hier das Kurzschwert, ne? Problem, lähmender kritische Treffer. Oh shit, ich weiß, was ich verkackt habe. Oh no. Ich habe der... Oh nein, shit. Ich habe Schattenherz das Amulett gelassen. Aber ich habe eine Kollegin umgetroffen. She was present when we marched against Ketherick Thorm, but on the far end of the battle lines from where I fought. Ich muss doch das mit Toten reden. Ensued, well, our forces were scattered. I led some to safety, but never learned of her fate. I'm glad to hear she survived. Though in truth, I should not be surprised. She was always said to be formidable and cunning. I could have learned much from her, no doubt. Was ist denn Erzfriede? Ich scheine sie sehr zu bewundern. There is much to admire, judging by the stories. I cannot help but wonder how she would have handled some of the challenges I faced as Archdruid. Would she have helped the refugees? Defended the Grove? Controlled Korga. At least now we can benefit from her presence and perhaps work to a common goal. Ja, gegen den Schattenfluch gekämpft. Was geschieht, wenn er gebrochen ist? Wie bewähre ich mich eurer Meinung nach? Ich glaube, ich habe euch nicht richtig kennengelernt. Was passiert? Ich möchte hier kurz wherever mehr. You need me. Ja. I'll be right here. Bleib mal kurz da. Also das Managen von Inventaren hier mit Leuten, die man austauscht und so, ist schon eine Katastrophe. Es sorgt eher dafür, dass man halt eine feste Gruppe hat und nicht wechselt. Weil es sehr umständlich ist. All right.
So, komm mal mit. Du hast nämlich noch, genau, das ist das Problem hier. Das Ding hätte ich gerne. Schick mal an Ben. Und den würde ich gerne auch für den Druiden haben. Das wird ein erkannte Kunde, Religion. Deine Waffenangriffe bewirken zumindest Säureschaden. Beim Treffer durch wahllosen, waffenlosen Angriff erhält der Träger 2 Pitzladungen. Ich glaube, das könnte er auch gebrauchen. Natur. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Also das Wechseln ist halt echt ein bisschen blöd. Das weiß ich immer nicht, ob er mit Schilden geübt ist, ne? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. So, jetzt kann ich die aber wieder hier lassen. Hallihallo, Sono. So, if you're sure, ja, ja. Fine. Halt die Klappe, Schattenherz. Also da bist du echt nervig. Sono, bist du auch schon durch? Oakfather preserve you. Then you'll have. So. Hier, du machst doch manchmal waffenlose Angriffe, deswegen kriegst du das jetzt. Du kriegst da was für die Natur. Ah, du hast schon Schuhe, hast was mit dem Sprinten, ne? Ja, gut. Und du kriegst die Kette, um mit Toten zu reden. Ruinenarmschienen. Ne, jetzt muss ich den Stream schauen. Du musst doch nicht reinlögen, ja? Also. So, ein Amulett hat er jetzt. Gegen bezaubert im Vorteil. Unsichtbarkeit, Verschwimmen, Illusion. Licht, Leuchtfeuer. Plump, I guess. Immunität gegen Blind. Der Träger kann nicht blind werden. Unsichtbarkeit, Täuschen. Schneesturmring. Zu den Kreisen Eis mit Durchmesser. Ich mache halt super selten Eisschaden. Schwarze Tentakel. Oh ne, der hat er jetzt ja schon. Ja. Tierfreundschaft, das Amulett, Strahl der Furcht, verwundender Strahl. Jemand hier täuschen, plus 1, wenn ich noch geiler enttäuschen bin. Weil das will ich ja sowieso machen. Dann kriegst du jetzt den Schneesturmring, weil ich glaube, weiß gar nicht. Doch, du hast auch was für Eisschaden, sehr gut. Dann mach noch mal extra Eisfläche. Das glaube ich sowieso fast alle Eissachen machen, aber egal. Bräuchte man noch was? Ein Umhang für Hals oder so wäre noch ganz gut. So, dann geht Hals und geht doch mal zur Truhe. Mal sehen, was wir da noch für dich haben. Das schon mal hier hochstellen. So, so. Was ist denn das hier noch? Der hat ein super kleines Schwertchen. Schützt den Träger vor kritischen Treffern, gewährt Resistenz gegen Feuerschaden. Könnte man sich überlegen, tatsächlich. Grimmschädelhelm. Blitzstrahl, Klassenaktion. Kann man die auch sortieren? Nach Typ. Dann haben wir hier, wenn du beim Waffenangriff Schaden bewirkst, erhältst du 2 Zwillinge Arkane Sinnesschärfe, Feuerschaden, Justitia. Bewirkt 1-4 nekrotischen Schaden bei Angriffen, die Träger im Nahkampf. Gehen wir mal mit. Da bist du nicht geübt drin, bist du nicht geübt drin. 3 Blitzladungen, wenn der Träger im Kampf spurtet oder nicht, hat zum Ausführen, erhält er Wucht. Saloons. Oh. Das ist eigentlich egal. Hier sind jetzt Sachen drin, die nicht ganz so gedacht waren. Blitzstrahl. Ball. Ja. Okay, ich glaube. Ups, wir haben alles genommen, was wir haben wollten. Jetzt kriegt ihr eine dunkle Justiziarrüstung. Auch witzig. Oh, passt ihm aber ganz gut. Aber er kann jetzt noch zaubern. Ja, Schilder kann er halt nicht, weil da ist ein Knüppel erforderlich. Da wäre ein Knüppel erforderlich. Hat er jetzt nicht. Kann er den Schilder-Ding nicht machen.
Ja, ich hoffe, das passt erstmal so. Ja, das ist halt kein Schild. Das macht mich ein bisschen. Aber ich glaube, mit Schilden ist man auch nicht geübt als Droide. Das sieht ganz fancy aus, witzigerweise. Hat nichts mehr mit den Droiden zu tun. Und eigentlich stand, glaube ich, mal bei D&D, dass Droiden keine Metallrüstungen anziehen. Aber das haben sie auch wohl nicht so umgesetzt, wie es laut Regelwerk wäre. Oh, hier habe ich noch eine chromatische Kugel, die ich casten könnte. Alles klar, dann gehen wir wieder aus dem Lager raus. Also hat er jetzt was zum Heilen für sich selber, Heiltränke? Ja, einen. Ich glaube, da habe ich noch ein paar mehr, ja. Trank der überlegenen Heilung. Stapel teilen. Zwei. Wo sind die zwei jetzt hin? Da. Und wir geben das mal halt hin. So. Jetzt wissen wir nicht, wo der Typ. Achso, okay, wir müssen irgendwie seine Assets wiederfinden, wurde uns gesagt. Gut. So ein bisschen die Frage, was wir als nächstes tun. Wahrscheinlich dahin gehen, nach Tanias Schatten suchen. Hier rüber hüpfen, I guess. Ja. Moment, das ist einfach nach Südosten, ziemlich kurz. Hier vorne raus, Südosten. Ist genau in die Richtung, die wir rauskommen. Last light in. We rallied here once, years ago. Before the assault on Moonrise Towers. Der hat ja immer was zu erzählen. Time spoke to us all, inspiring our courage. Hey, ich will weiterlaufen. Fine leader. Oh. Deswegen bin ich da nicht weiter. While there was one fight on our hands. Yeah. Don't be shy. Ja, wir haben aber, glaube ich, noch die meisten Ressourcen. Vor allem mit ihm jetzt hat er volle Ressourcen. Der hat ja volle Ressourcen, deswegen teilen wir mal auf. Ich setz mich mal hier hin. Du versteckst dich mal. Irgendwo da, du bist einfach nicht aufmerksam, du fällst nicht auf. Du stellst dich mal dahin. Hier kannst du dich auch verstecken, ja, ne? So. Und Karlach? Du machst dein Karlach-Ding. Mitten rein in diese Aktion. Servus! Moment, muss ich mal kurz gucken, muss er dafür ranlaufen? Ja, ein bisschen, ne? So, der kann auch noch mal. Der wird sogar gehittet. Oh, ich habe gar nicht die auf die geschossen da. Dornenwuchs. So, da haben wir schon mal Dornen an der Seite. Finde ich gut. So, Karlach ist dran. Jetzt solltest du natürlich nicht da reinlaufen. Aber wir brüllen schon mal. Und dann hau drauf. Nice Crit. Immun gegen Blutung, schade. Aber du hast keine Aktion mehr, weil du hast gerade geschossen. Ja gut. So. Steckt. Wieder. Sehr gut. Finde ich eine gute Option. Der Dornenwuchs ist geil. Sind wir ehrlich. Der hat einfach ganz alleine einen so ein Viech gekillt. Schwarze Tentakel. Blach. Jetzt gibt es ja Dornen und schwarze Tentakel oder überschreibt sich das jetzt? Das weiß ich jetzt gar nicht.
Na, Lamkala schmeckt viel, sehr schön. Oh, das schmeckt nicht viel, das ist nicht so schön. Und das ist natürlich auch keine Aktion mehr, weil du hast ja gerade gecastet. Heilendes Wort, wir könnten Karlach heilen. Machen wir das noch. Der spurtet. Schwarze Tentakel schaffen die alle, die Schweine. Oh, und da ist meine Konzentration dann übrigens. Und es überschreibt. War keine gute Idee. Man kann die AOEs nicht stacken. Können wir das mal festhalten. Können wir das mal festhalten? Die AOEs kann man nicht stacken. Dann habe ich mir selber gerade den Bein gestellt. Wird verängstigt, Lul. Das ist jetzt eklig. Moment, wer ist denn das da? Also, da unten bin ich zerquetscht. Ja. Ich würde, glaube ich, erstmal eins rausnehmen wollen, eigentlich. Wilde Verkleinerung. 55%, dass das Ding ausgenockt ist. Das geht bei dem nicht. Lichtzaubertrick, Schattengriff, hinterhältiger Angriff, 50%, 99%, toter Hafner. Erstmal die Ads raus, ne? Weil du bist Untoter, ja. Du bist ein Untoter, das ist leider so. Ach, come on, wenn man... Das ist ja gemein. Wie oft man da rollen muss, ein bisschen zu laufen, wenn man versteckt ist. Ich krieg da irgendwie ganz schön ins Gesicht, Leute. Ich darf mich nicht mehr bewegen. Ich habe einfach gestippt, mein Zug. Das ist ja jetzt irgendwie unangenehm. Gelegenheitsangriff, idealer Wächter. Du kannst nicht überrascht werden. Gegen blitzresistent, gegen Kälte, Feuer. Weißt du, wieso ist es gegen feuerresistent und nekrotisch? Ja, aber gegen Gift nicht, ne? Und gegen gleißend. Ja, ich will dann halt. Mach mal gleißend, I guess. Eissturm. Ich habe einen Stufe 4, aber das ist genau der. Beschwören wir mal was. Und das heilende Wort. Da hoffen, dass ich das noch überlebe. Mal schauen. Dammit. Wo rennt der denn hin? What the fuck? Der Kampf ist ja... Ich habe mir halt echt ein Bein gestellt, mit dem ich überschreib's mit den komischen Tentakeln von Bums. Ah, weil der zwei Todesrettungswürfe verkackt, ne? Moment, warum bist du so geheilt? Ne, du bist ja fast tot, ne? Ja, ich kann jetzt nicht mehr helfen, aber ich kann irgendwie dahin laufen. Ja, mach halt 95 jetzt, zack. So, verstecken. Aber jetzt stirbt ja mein Main-Character, das ist echt ein bisschen beschissen.
Weil die ihn alle angreifen. Die greifen auf dem Boden liegende Charaktere an. Das ist doch doof. Das ist ja wirklich doof. So, wir laufen weg, weil sonst grabbeln die gleich wieder den nächsten ran. So, was kannst du? Du kannst auch Dornwuchs verstricken. Gefallene Liebschaft, beschwöre eine Waldwehr, die an deiner Seite baumgebunden ist und an seiner Seite bekämpft. Was? Gestärkter Schillelack. 6 bis 34 Wuchtschaden. Bis 22 HP. Das überlebst aber nicht lange. Ja, aber den Schillelacken wir halt hier rein, ne? Schillelack mal. Ja, du triffst leider nicht gut. Passives Merkmal, das gewährt werden kann, verengt das Gelände um dich herum, sodass Verbündete in der Nähe mit Leichtigkeit reisen können. Du und deine Verbündeten seid nicht von schweren Gelände betroffen, könnt nicht festgesetzt und gelähmt werden und seid gegen Giftschaden resistent. Auch ein ganz guter Buff. Machen wir mal einen Free Crit. Alter, what? Ja, okay, soviel dazu. Soviel zu dem Buff und so. Weit laufen muss ich jetzt nicht, um ehrlich. Ich muss auch mindestens damit über dem Ziel befinden. Ja, haben wir leider nicht. Ich könnte kotzen. Und der lebt überlebt mit einem HP. Ich könnte so doppelt kotzen. Du hast leider wenig AOE. Das hier muss ein Humanoide sein. Wir müssen mal versuchen, den mit dem grässlichen Gelächter lahmzulegen. So, dann hast du noch ein paar, ne? Wenn der Damage kriegt, steht er, glaube ich, wieder auf. Deswegen wollen wir ihn eigentlich gerade nicht damagen. Nehmen wir doch mal eine Tiergestalt. Wollen wir eine Tiergestalt nehmen? Oder casten wir weiter? Wir nehmen eine Tiergestalt. An der den Boden bersten lassen und selbst wütend werden kann. 20 Trefferpunkte, 18 Trefferpunkte. Hier stehen die Trefferpunkte nicht dabei, das wäre echt gut gewesen. Wo unsichtbar umherschleichen kann. Katze, Dachs. Ja. Ich würde sagen, der Eulenbär hat hoffentlich mehr Trefferpunkte als so ein komischer Pumps-Ochse. Du kannst andere Gestalten an, du kannst diese Aufgabe wieder in die ursprüngliche Gestalt bekommen. 65, das ist ja ordentlich. Der dürfte mich eigentlich nicht hauen dürfen. Mal nicht ranziehen, bitte. Danke. So. Rücksichtsloser Angriff, kommt mit Griff, danke. Und jetzt haust du dem auch noch direkt auf die Mütze. Rücksichtsloser Angriff, auf dich. Und wieder versteckt. Eigentlich dürftest du mich, wenn du lachst, lachend auf dem Boden liegst, doch nicht angreifen können, oder bin ich gerade doof?
Die Kreatur kann sich nicht bewegen, keine Aktion, Bonusaktion oder Reaktion ausführen. Und der. Das ist eigentlich ein Absetzangriff, ist doch eine Reaktion. Angriffe gegen sie im Abstand bis zu 3 Meter von ihrem Vorteil am Ende. Am Ende ihres Zuges oder wenn die Kreatur Schaden erleidet, kann sie versuchen, den Effekt zu beenden. Wütend. Ich hüpfe mal dahin. Immun gegen Schatten verfluchter Ranken. Sehr schön. Jetzt darf ich nicht mehr wütend machen, jetzt darf ich nur Bersten machen oder halt Angriff. Stinknormaler 8 bis 25. Okay. Kann mehrere Angriffe machen? Holy, holy shit. Yo, das Ding ist geil. Die Form. Quetschen auf Hals. Don't quetch me, please. Konzentration erfolgreich. Spring mal dahin. Fang mal an, die hier hinten zu verprügeln. Mhm, cool. Geht auch. Schieß! Nice. Verstecken. Also diese CC-Spells für 10 Runden sind sehr, sehr stark. Die carryen viel von meinem... Bis zwei Höhen Kreaturen annehmen, möglicherweise verängstigen. Wir hauen dich einfach mal ab. Und wir hauen dich nochmal. Das war viel Damage. Du bist dead. Nee, nicht hinlaufen. Ach. Springen darf ich noch, dann springen wir mal wieder hier raus. Ich glaube, das macht der Eulenwetter ganz gut. Und hauen wir auf den rücksichtslosen Angriff drauf. Damit ist es zwar beendet, aber ist das wohl so. Wir wollen einen Nahkampfangriff hier Dingensbums machen. Wollen wir da irgendwas vorbereiten für? Wie zum Beispiel Drowgift? Ja. Und dann machen wir von hinten. Rettungswurf gelungen, Drowgift. Verdammt. Sprung. Hopp. Und nochmal zuhauen. Ah ne, aber geimpft. Moment, geimpft, Drowgift? Was ist denn geimpft? Du hast einen Rettungswurf gegen Drowgift bestanden. Das Gift kann nicht auf dich wirken. Ach so, okay. Das ist einfach nur, das hält eine Weile an, dass das Gift nicht wirken kann. Oh oh. Also, dass er dreimal angreifen kann, ist schon eklig. Jetzt verprügeln wir den halt, ne? Yo. What the fuck? Du kannst dich doch raffiniert zurückziehen, oder? Ja, genau. Tschüss. Verprügeln. Ach, damit. Dammit. Trotzdem geklappt. So, jetzt müsste nur noch jemand. Jetzt kannst du Dornenwuchs aufgeben. Tiergestalt aufgeben. Könnte mal bitte jemand wie Karlach zum Beispiel. Mein Boy wiederbeleben. Dankeschön. Und ich würde wenigstens nochmal einen Zaubertrank. Zaubertrank, Heiltrank nehmen. Halsen, wie viele Zauberplätze hast du noch? Wunden heilen kannst du auch nochmal machen.
Du kannst sogar nochmal Wundheilen machen auf einem höheren Zauberplatz, natürlich. Ja. Achso, natürlich Erholung können wir machen. Zweite Stufe, erste Stufe. So, da haben wir das wieder und dann kannst du mir nochmal Wunden heilen, ganz normal. So, jetzt habe ich halbwegs wieder HP. Wir speichern mal lieber. Also das war ein heftiger Fight, dass der einfach dreimal angreifen kann. Da verprügelt natürlich so einen armen kleinen Hexenmeister, ist für mich ganz schön heftig. Sehr, sehr heftig sogar. Eisenholzknüppel. Waffenverzauberung plus 1. Das soll das was für ein Druiden sein, oder was? Die Nadelplagen und der tote Hafen haben wir auch noch nicht. Hier ist doch das Halsen, darf jetzt auch Sachen tragen, bitteschön. Hast du nicht noch einen Zaubertrick für Licht? Yo. Gib mir mal Licht. Dankeschön. Sehr nett von dir. Oh, sollst gar nicht tun. Looten. Schwarzer Oleander. Meinen die den schwarzen Oleander als Blumen oder was? Die ich achten sollte. Was geht denn da oben ab? Da liegt wieder schon ein Schlüssel. Wofür auch immer. Und ein Tagebuch des vergessenen Jägers. Wie dumm von mir anzunehmen, dass ich mich in diesem götterverfluchten Ödland besser schlagen würde als all die anderen Schatzsucher. Aber die Aussicht, eine verfluchte Bestie als Trophäe zu erbeuten, war einfach zu verlocken. Die verdammte Nadelplage hat mich unverbreitet erwischt, auch wenn ich nicht sicher bin, warum. Konnte ich nur mit milderen Umständen rechnen. Es ist alles so viel schlimmer als erwartet. Habe ich hier oben einen Schlüssel gefunden, aber wenn er nicht gerade eine Truhe voll Wasser und Sonnenlicht öffnet, kann ich ihn nicht gebrauchen. Wir wollten nach Südosten. Dahin wollen wir in den Bereich. Ich denke, wir können hier runterhüpfen. Hoffe ich. Wahrscheinlich die Truhe, oder? Jo. Selbstverbrennung, Klassenaktion. Das hört sich beschissen an. Stecke dich in Brand, um Hitze zu erhalten. Hört sich mir nicht geil an. Komisch. Also wahrscheinlich für Karlach schon okay, weil die gar nicht so viel Feuerdamage kriegt. Frage ist, wie kommen wir denn dahin? Ich habe noch keine richtige Verknüpfung gefunden im Land. Das hier rüber? Nee. Wieso aber nicht einfach nur da runter hüpfen? Nicht erreichbar ist doch Bullshit. Also doch, nee, ist richtig, weil wir müssen hier springen. Das vergesse ich manchmal. Darf ich überall nicht hinspringen? Da ist der Weg nur unterbrochen. Okay, ich komme also nicht von hier, wo ich dachte, dahin. Oder doch, ich dachte von da eher, dass ich dahin komme. Von hier geht's wahrscheinlich schon dahin, oder? Also könnte man hinkommen. Kostet halt ein bisschen HP. Und von hier unten einfach darüber hüpfen, geht das? Da darf ich nicht hinspringen, ach damit. Ja, dann komme ich nur von da oben dahin. Leider Gottes. Wenn wir die Ranken wechseln. HP verlieren ist natürlich ganz schön eklig gerade. Ah, ist nur einer. Sehr gut.
Kommt die anderen auch? What a charmer. Well, hello. What's cooking? What's cooking? Wie viel hast du hier? Da sind drei. Du verlierst wirklich zwei. Springen. Ah, da ist mein Blitze herbeirufen. Das habe ich vorher nicht gesehen. Du hast wirklich drei verloren. Okay. Ich glaube, wir sollten aber dann doch nochmal eine lange Rast machen. So wie es jetzt ist. Und es könnte sein, dass es halt noch einen Fight gibt mit seiner komischen Essenz da. Lange Rast. Genau. Wir nehmen 61, wenn wir 40 brauchen. Fuck. The fuck. So, na dann, Lager verlassen. Und let's go. Achso, jetzt ist das Thema. Ist mein Tiersprech weg. Und du musst mir das Licht nochmal geben. Damit ich mit meiner normalen Waffe rumlaufen kann. Ja, der schwarze Oleander ist, glaube ich, der Hinweis. Dass man hier gucken soll. Weil hier das, und hier auch die Optik der Blumen. Toter Gedjanki-Krieger. Was macht ein toter Gedjanki-Krieger hier drin? Okay. Kannst du mal mit den toten Gedjanki reden? Leiche ist zu stark beschädigt. Okay. Können wir nicht. Das ist schwierig. Wir haben gerade irgendeine Geisterstimme gesehen, gehört. Kann nur gut werden. Oh, kennen wir. That's him. Like an echo of Thaniel, remolded by the curse. We need him if we're to put a stop to all of this. Will you play with me? Ich weiß, wer du wirklich bist, wo du wirklich hingehörst. Du musst wieder zu dir, Tanja. Kinder haben hier nichts verloren. Keine Kunde, eine andere Präsenz in der Nähe des Jungen. Ihn begutachten und ergründen, was die Präsenz sein könnte. Wir haben sogar Vorteile, weil wir Hexenmeister sind. Wir gucken mal. Let's go. Das sieht ganz schön beschissen aus. Da würde ich eigentlich gerne rerollen, weil wir haben einen Vorteil und wir haben, glaube ich, noch ein paar Inspirationen, ne? Ja, komm. Try. Kommt schon! Und das bei Vorteil. Ich will wissen, was für eine Präsenz hier rumlungert. Gib mir das. Finally. Geht doch. Unlike your patron, the presence isn't separate. It's more part of the boy. You focus your gaze on it. Not an ordinary child, but not a specter either. One part of a greater whole. Something ancient. And oddly sad. Du bist nicht, was du vorher spürst. Wer bist du denn? Spielen Kinder, haben wir nichts verloren. Jagen Leute nicht so einen Schreck ein. Sonst kann es schnell passieren, dass sie sich aus den töten. Hast du einen anderen kleinen Jungen gesehen? Er heißt Daniel. Also wir haben keine Option zu sagen, yo, ich spiele einfach mit dir. Wir fragen mal, wer er ist. Wir tun einfach mal so, als wüssten wir nicht, wer er ist. I'm Oliver. I'm seven. Will you play with me? Du bist nicht, wer du Vogel spürst. Du kannst sonst niemanden mit dem du spielen kannst.
Hast du einen anderen? Achso, nee, der wird uns wahrscheinlich preisgeben. Hast du sonst niemanden, mit dem du spielen kannst? I have a mummy, a daddy and a doggy. They'll be back in a while. But you're here now and I want to play. Okay, wir lassen uns mal drauf ein, würde ich sagen. Na schön. All right. And you seek. Let's make this quick. We need to reunite him with Daniel. Ach, chill mal eine Runde. And you win. Wenn du mich findest, gewinnst du. Wenn ich dich nicht finde, then you lose. Okay, let's go. Get ready. And no cheating. Unsichtbar. Ich weiß, dass es irgendwie dahin gelaufen ist. Moment, hast du nicht vielleicht irgendeinen Zauber, der uns da helfen... falsche Taste. Irgendeinen Zauber, der uns da helfen könnte? Du hast... der hat doch häufig sowas wie... Warum haben wir eigentlich nur... Warum haben wir jetzt zwei zu wenig ausgewählt? Blue, what? Personenbezauber? Nee, das meinte ich nicht. Lange Schritte, gute Barrieren sprechen. Mach mal noch Eismesser rein. Pflanzenwachstum, Steinhaut. Hier, so. Aber wir haben gar keine Stufe 3 drin, das ist irgendwie dumm. So. Doch, wir hatten. Ne, wir hatten keine einzige Stufe 3 drin. Ne, wir haben, glaube ich, nichts, was tatsächlich uns hilft. Sol Invictus! At least things have stayed interesting. Moving ahead. Das Licht geht immer nur auf eine Person, ne? Obwohl auf einen Gegenstand. Wenn ich das richtig sehe. Tiergestalt Höhlenbär. Warum habe ich denn hier eine. Hä? Warum ist denn die Tiergestalt hier? Okay, ich verstehe es nicht ganz. Can't give up now. Another step forward. Hey. You weren't supposed to find me. You weren't supposed to win. Sei kein schlechter Verlierer. You're not my mummy. Don't tell me what to do. Let's play another game. I deserve a chance to even the score. Okay. Spielen wir. Try to find me again, but my family will be looking for you at the same time, so don't get caught. Oh shit. Softer than a whisper. My family will try to. Oh Gott. Papa. Und Mama, oh oh. Und er ist hier gerade gewesen. Yo. Ich würde was die hypnotische Muster machen. Raffinierte Aktion für. Nein! Hä? Ups. Wollte ich nicht. Ja, aber wir können da nicht durch. Also wir sind nicht unsichtbar. Wir können aber eine Nebelwolke wirken. Auf ihn. Dann sollte er nichts mehr sehen. Ich habe kein Feenfeuer drin, ne? Ich habe kein Feenfeuer drin, um ihn einfach aufzudecken. Ha. Frage ist, will ich jetzt wirklich fighten? Oder wird das hier einen... Die Stallspinne nehmen wir mal an, glaube ich, weil die hat Blindsight. Wir stecken uns im Gebüsch mit Carla. Ja, ja. Touch me. I'm scared or I'm lost. Never want
Ich könnte jemanden unsichtbar machen, aber das ist ja irgendwie nicht Quatsch. Ich sehe das Ganze. Umgebungszug. Der geht weg. Never mind. Die kommen aber ran. Okay. Das hat nicht funktioniert. Achso, Quatsch. Ich wollte nur einen Range Attack machen. Okay, jetzt werden wir wohl doch fighten müssen, ob, egal, ob wir wollen oder nicht. Au. I guess. So, Kratzer. Netzaktion. Eingesponnen. Hüpfen darf es nicht mehr, dann spurt man halt. Eine Runde bis dahin. Brüllen können wir nicht mehr, aber wir können immer noch einen Angriff machen. Den rücksichtslosen. Mal schlafen? Wer pennt von mir? Wer pennt jetzt von mir? Ja, ich bin immer noch für Dolchfolge. Ich mag Dolchfolge sehr gerne. Die schwarzen Tentakel waren irgendwie nicht so geil, sind wir ehrlich. So, jetzt kommen wir wieder in einen Ranged. Nicht in Nachass, weil es zu dunkel ist, ne? Zielpunkt nicht erreichbar. Dann wird es wohl nur einen Hit-Aktion verstecken. Hat nicht geklappt. Dann schießen wir einfach nur. Mal 10 Damage. Ist auch eine gute Option. Achso, der Wuffi schläft, lul. Wir spinnen hier alle sein. Ich glaube, der denkt nicht, dass wir da rankommen, ehrlich gesagt. Genau deswegen. Ja, zumindest nicht mehr bewegen. Hat gehittet. Beide mal sogar. Krass, Karlak. 36er Hits macht sie einfach. Okay, das mit dem Netzen habe ich mir, glaube ich, selbst ein Bein gestellt, sind wir ehrlich. Und der ist oben drauf? Der ist oben drauf gegangen, die Sau. Ja, dann habe ich wohl keine gute. Moment, habe ich meinen Nebelschritt weggemacht? Warum habe ich meinen. Da ist mein Nebelschritt. Ja, na dann. Das ist sogar noch an. Wie komme ich denn da hoch? Überhaupt sonst? Gar nicht, oder? Zielpunkt ist nicht erreichbar. Ja, geil. Cool. I guess. Irgendwie nicht, oder? Weg ist unterbrochen. Ja, ich kann auch nämlich null angreifen.
Arachnidensprung. Ah, das geht. Du kommst noch da hoch. Immun gegen Vergiftung. Aber ich darf mir aber auch angreifen. Das ist okay. Ja, du hast ja das schwierig, ne? So hochspringen kannst du auch nicht. Sind wir da ja mal ehrlich, ne? Und da kannst du nicht hinschießen. Keine Ahnung, was du machst, die Runde. Offensichtlich nicht angreifen. Okay, der ist aufgewacht. Aber du bist irgendwie noch dran. Jetzt bist du auch wieder unten. Nice. Kann ich ihn von hier oben angreifen? Muss doch gehen, oder? Weg ist unterbrochen. Ach, come on. Hier geht schon. Soll ich zielen? Also wenn ich schon hier oben bin. Karlach, kannst du zuerst, dann ist unser guter Boy nämlich wieder im Vorteil. Jetzt müssen wir tun, was irgendwie nach unten kommen, ne? Wir können doch ins Netz springen, oder? Das ist doch weicher, bestimmt. Was? Immun gegen eingesporen? Wieso bin ich in Immun gegen eingesporen? Göttliche Knochenscherbe. Warum sind wir jetzt nicht mehr alle zusammen? Achso, weil du noch irgendwie hier oben rumhungerst? Warum seid ihr denn. Ihr macht mich fertig, ne? Warum seid ihr beide denn jetzt da hochgesprungen, ohne wieder runterspringen zu können? Du machst mich fertig, Carla. Okay, das Netz hat wirklich aufgefangen. Moment. Nur im Kampf. Warum ist das Netz. Ach, das ist doch doof. Dass das Netz nur im Kampf verfügbar ist, ist doch doof, wenn das Sachen auffangen kann. So, der ist irgendwo hier hingelaufen. Hätten wir nicht fighten dürfen oder was? Haben wir damit die Quest verloren? Das wäre ganz schön beschissen. Warum kann ich mir die göttliche Führung nicht mehr. Achso, weil du nicht mehr. Weil du nicht zaubern kannst in der Form, klar. Deswegen. Jetzt kann ich es mir wieder geben. Sehr schön, hätte ich es noch nicht gebraucht, aber trotzdem sehr schön. Mentale Befangenheit, wenn ein. Gegner bei einem Rettungswurf gegen einen deiner Zauber oder deine Aktion scheitert, erleidet er zwei Züge lang mentale Erschöpfung. Hey, spannend. Na, da ist Oliver. Hä? I win. I always win in the end. You did better than most though, so I'll let you go. Here. Second prize. You'll need it. Spurloses Gehen. Fair and square. There's no point in playing again. I want a challenge. Though shrouded in shadows, the child's resemblance to Thaniel is unmistakable. This must be his dark half, warped by the curse. Go on, find someone else to play with. Ich
Ich weiß, wer du wirklich bist, wo du hingehörst. Du musst wieder zu Thaniel. Spoil sport. I'm not going back. I like it here. I've made a family for myself. I get to play all the time. Was dir gefällt oder nicht, du gehörst hier nicht hin. Yes, I do. You can't make me do anything. I don't want to play with you anymore. A slippery little bugger, isn't he? He'll be looking for somewhere safe. Somewhere where the shadows are nice and strong. Ja, dann hinterher, I guess. Oh, scheiße. Vielleicht wäre eine kurze Rast smart gewesen. Papa, Mama und wahrscheinlich noch ein paar Doggies, ne? Wir hatten das Thema ja schon. Hier, kann ich jetzt Bonusaktionen machen? Kann mich als Bonusaktion in Höhlenwerfer verwandeln. Okay, cool. Let's cook with fire, baby. Close ranks. Ich kriege einen Bewegungsradar. Shit. Oh, shit. Eins rollt ein Donner, Stichschaden, ich bin auf seinem Stößchen 5 Meter zurück. Säure. Let's have some courage. Time for a new approach. So, dann können wir ja den. Nicht im nachdenken ist hier, aber bin ich im nachdenken ist hier. Ah! Zu dunkel. Oh, wow. Ist zu dunkel, das geht nicht. Machen wir sie doch mal blind. I'll make my own fun if I have to. And my own friends. Oh, dann geht aber Lebenspunkte dafür aus. Okay. Schattenfreund. Thiel ist zu weit entfernt, das ist doch Quatsch. Ich werde bis hierhin laufen, also kann ich auch angreifen. Jetzt mache ich wieder Damage. Ah, ne, Nachtkohl mache ich dann Damage, ne? Damit, okay. Das wäre natürlich der AOE von unserem Kleriker wieder ziemlich nice. Hammerkratzer. Irgendwo ist es hier eine Kamera, aber nicht richtig gewesen. Ja. Hunger von Hadar und dann gehen wir hier rüber und hoffen, dass wir uns nicht allzu sehr zusammenstellen. Haben wir doch getan, dumm. Hau es! Ist halt viel zu dunkel, ne? Aber jetzt bin ich nicht. Jetzt bin ich nicht mehr im Nachteil, oder? Aha. Und verängstigt dich damit. Let's find some prey. My turn. Ha. Dunnwuchs ist dann halt so. Zuhauen. Ich kann ja sonst gerade nichts machen, außer einfach auf dem einen Kugeln. Ich glaube, er hat sich gerade genau in das
Hunger von Hadarding. Ich bin übrigens auch selber in den Hunger von Hadarding mit ihr reingerannt. Das ist nicht ganz so smart. Was? Da war was. Hat Rettungshof verstanden, Hunger von Hadar bestanden. Die Sau. Absolute Frechheit. Vor allem eine absolute Frechheit, so lange braucht seinen Zug zu berechnen. Lebensentzug. Ob ich nicht auf den gehen sollen, wa? Sind weg, okay. Ich könnte Mondheilung machen. Ich brauche Zauberplätze und Trefferpunkte zurückzuerhalten. Können wir hier wieder dahin machen, ne? Nee, werden wir nicht tun. Werden wir wohl nicht stoppen, mein Freund. Würde ich mal behaupten. So, wenn wir das machen, geht das ja nicht mehr, ne? Dürften nicht springen. Er rennt jetzt weg? Lol, what? Frechheit. Dullo! Da ist direkt wieder drei weg. Aua, die machen echt viel Damage. Okay, der Nebel hat nicht viel gebracht, sind wir ehrlich. Den können wir, glaube ich, mal wegmachen, damit wir nicht mehr blind sind hier. This is gonna feel good. Haus mit Feuer! Nice. Lebt hier noch irgendwas? Der Hunger von Hadar ist auf jeden Fall auch down. Die Konstellation scheint beendet. Oh, dann gehen die Bärli mal in die Richtung, ne? Ja, aber wir wollten nicht mehr mit dir spielen. Wir wollten dich dahin zurückbringen, wo du hingehörst. Oh, er ist natürlich vielleicht kein Bär mehr, wollte ich gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, dass der gleich kein Bär mehr ist. Tormented. Sind wir fast durch hier. Ich glaube, es müsste aber eine andere Option gegeben haben, oder? Ich hätte gedacht, dass es auch irgendeine Option gibt, die ich nicht gesehen habe, das hier zu gewinnen. Bär darf ich nicht mehr, Tiergestalt habe ich nicht mehr. Schwachen Elementar beschwören könnte man machen. Tageslichtsphäre. Gegenstand bezaubern. Hier, Stufe 4 Tageslicht. Diese Zaubererhöhung hat dies keine zusätzlichen Vorteile. Ne, dann nicht. Machen wir mal die Schatten weg. Machen wir mal die Schatten weg. Couldn't you just leave me alone?
Why can't I just stay here, playing? I had everything I've ever wanted, right here. And you've ruined it. No. I'm not leaving. You can't make me. Be gentle. He's much more than a child. But he doesn't truly know that. Du musst nicht verschwinden, du musst nur Thania deine Stärke leihen. Du bist nur ein dieberischer Schatten, der sich für ein Kind Schluss mit dem Spiel Thania wartet. Du hast, was du willst, aber nicht das, was du brauchst. Thania, er ist dein Freund, dein Bruder, er ist du. Es sterben Leute, weil du... Ja, ich würde sagen, was du willst, aber nicht was das, was du brauchst. Er ist dein Freund, dein Bruder, er ist du. He's nothing to me. He left me here all this time. I had to do everything for myself. Even when it was scary, even when I was alone, I didn't give up. Daran ist keine Schuld, der Fluch hat euch auseinandergerissen, jetzt könnt ihr wieder zusammen sein. Du warst ja tapfer und findig. Was könntest du da erst Thania helfen? Ja, wir loben ihn mal. But would he even want me back? I've changed. A lot. Natürlich, ihr seid miteinander verbunden für immer. Veränderung ist normal, sonst könnte man ja auch nicht erwachsen werden. Zusammen könnt ihr beide mehr sein, als ihr vorher wart. Ja, das hört sich nach sinnvollen Antwort an. I'd have someone real. I'd like that. And he would too, I think. All right, I'll do it. I want to do it. Okay, haben wir ihn überzeugt. Well done. Are you crying? You're a bit big to be crying. But I suppose that's okay. Bye. Alle sind einverstanden. Thank you for playing with me. Inklusive Gale, der nicht mehr dabei ist. What the fuck? Oh, da hat sie auch irgendwie die... It's done, at last. Soon the land will be unshrouded. We should return to Thaniel when we can. Der war im Lager, ne? Glaube ich. Wo sind wir jetzt hier eigentlich? Was war denn erfolgreich? Wahrnehmung erfolgreich Tafel. Was that a click I heard? There's something about these plaques. Unsere Herzherren, wenn die Wirte. Aha. Gibt's also auch wieder ein Geheimnis? Keep your distance, darling. Ich hätte gern wieder Licht auf mich. Ich glaube, ich habe keins mehr auf mich. Aus Gründen. Verlust zusammen. Was? Es Verlust. Das ist so ein komisches Worträtsel, wo man die Buchstaben drehen muss, oder? Oh no. Nacht um Au. Oh no. Ich hab keine Ahnung, Alter. Oh Gott, ist das ein schlimmes Rätsel. Das finde ich ja jetzt schon schlimm. Rede im Lager mit Halsin. Na gut, dann reden wir erstmal im Lager mit Halsin. Wo ist er denn? Da nicht. Ist wieder ein anderes Lager, oder? Bin ich gerade doof? Wir sind wieder bei einem anderen Lager, okay. Und da ist Thania. Warum ist Thania so klein? The fuck? Oakfather preserve you. Gehen schon geklemmt. Wie wäre ich? Ich glaube, das passiert. Schade, schon gefesselt wurde. Druids and Harpers joined together to put a stop to Ketherick Thorn. We marched on Moonrise and after much fighting, we prevailed. Even in defeat though, Ketherick turned to Shah. Not long after we sealed him away in his tomb, the Shadow Curse took hold. No one had seen the likes of it before. No one knew how to react. Then it started to claim all those within its reach. Those who had survived the battles now fell to the shadows. Became part of the shadows. And worst of all, I lost contact with Thaniel. I wanted to try and find him, but we couldn't stay. We would have all succumbed.
when the Archdruid of the Grove, my predecessor, was seized by the curse. I had to lead the survivors to safety. That was my first day as Archdruid. Es gibt also einen Erzdruide. An inauspicious beginning. Der von den Schatten verschlungen wurde. Oh Gott. Klinges hättet ihr getan, was ihr tun musst, und anderen das eben gerettet. Das kann nicht jeder Tag als Anführer ruhmreich sein. Indeed. I know that all too well. Okay, ich soll jetzt nicht mit ihm, sondern wahrscheinlich mit Thania. The Druid Halsin spoke to me while I was sleeping. He spoke of you. Said that you fought shadow and spite to restore me. The 100 years of sickness almost ended. I feel every root that riddles the earth beginning to unfold. But there is one anchor still holding the shadows in place. The soul that brought it into being. For the land to heal. Kethric Thorm must die. Was bist du, dass du sowas spüren und wissen kannst? Kethric's soul still nourishes the shadow. Okay, du bist irgendein Feenwesen, kann das sein? Das ist nur so ein Gefühl für mich. Irgendein Feenwesen. Kann ich das nicht wegmachen? Diese Tageslichtsphäre? Oh Gott, dieses, ja. Macht mich fertig, glaube ich. Tafel. One day I'll catch a break. Tafel. Ehren die End des. Passt das zu dem zusammen? Unsere. Herren. Unsere Herren. Ich würde sagen, ich fange damit an. Unsere Herren. Was war schon bei dem anderen drauf? Als erstes. What did that do? Des Verlust Schmerzen bewirfte. Okay, ich muss jetzt eine richtige Reihenfolge machen. Unsere Herren des Verlusts. Was ist, kommt danach hier? Hat's. Das Problem ist bei euch, das ist dann hier Verlust des Verlusts. Muss es eigentlich irgendwo ein TS oder sowas geben? Ha. Unsere Herren. Des Verlusts. Oder des. Ist eine andere Option. Des steht hier halt auch noch mal. Das steht auf beiden Seiten gleichzeitig, oder bin ich gerade doof? Oh, es ist schon offen. Lol, what? Na gut. Ich dachte, das wäre kompliziert. Ich dachte, wir müssen hier einen längeren Satz bilden. The curse has no effect here. What is this place? Wait a second. Ein Charitenheiligtum sollten wir aber natürlich mit jemand anderem machen, ne? Wenn wir jetzt in ein Charitenheiligtum gehen, wäre es schon ganz gut, entsprechend die Schar-Klerikerin mitzunehmen. It will bring us closer. Oakfather preserve you. Wherever you need me. I'll be right. Du bist zumindest nicht sauer, wenn man dich hier lässt.
Oh, du hörst dich nicht sauer an, sag mal so rum. Was ist denn du da? Alles klar bei dir? Hast du Langeweile oder was? No matter. She wishes for Kethric Thorn to be punished. Her darkness was a blessing offered before he betrayed her. She can redirect her powers elsewhere once he is cast down. Okay. All right. Sie will auch Kethric Thorn töten, das ist für mich okay. Eigentlich müsstest du jetzt aber voll happy sein, dass wir hier sind. Moment, mal kurz eine kurze Rast machen. Enough sitting around. Let's go hurt someone. Can't give up now. Statue der Schar. Tafel. Are you bold of heart and sharp of tongue? Can you turn any and all to the Dark Lady's cause? A deep eldritch hum echoes in the corners of your mind. Your patron knows a thing or two about turning people. Grinsen, aber natürlich, du musst das überhaupt aussprechen. Meister Karas mal dem uralten felsenfesten Willen des Schutzpatrons erlauben, deinen winzigen Moment lang sichtbar zu werden. Let's go. Vorteil. Mein Schutzpatron hilft mir dabei. Ach du Scheiße, aber ich habe plus 4, das trage ich trotzdem. Aber nur gerade so. Ah, okay, plus 4 würfeln wir nicht, aber ansonsten wäre es nur gerade so gewesen. Confidence surges through you. You feel like there is nothing you can't do, no one you can't win over. The statue seems to agree and approve. Okay. Es wird hell, kann das sein? Große Vase, gestapelte Säcke. Okay. Do you think yourself wise enough to be granted Shah's blessing? Nicken, du fühlst dich wahrhaftig klug. Intelligenzrettungswurf. Nee, Weisheitsrettungswurf. Ja, wir fühlen uns klug genug, dass wir wohl wie fahren ist. Dann let's try. Yes, yes. Hat auch geklappt. Weil es ein Rettungswurf ist, krieg ich plus 1, ne? A warm swell rises through you. Acceptance. You are worthy. Gibt's hier noch mehr? Da. Das ist noch eine dritte. Do you accept Shah's test of your intellect? Achso, das hab ich doch schon, oder? Okay, Intelligenz. Let's try. 14 auf Intelligenz ist ein ziemlicher Gamble bei mir. Easy, ganz entspannt. Vortäuschen, dass ich intelligent bin, kann ich. You feel a small pulse of energy race up your spine and a strange sensation of acceptance. Schärfung der Schatten hat es inspiriert. Shah hat uns akzeptiert. Ritual durch der Shah. Sehe ich ja eher bei dir. An altar to Shah. It appears to seek prey and a blood offering. Your blood. Kläre durch den Dolch hochhalten, Shahs Weisheit zitieren und Blut von deinem Arm anbieten. Das ist doch, passt doch zu ihrem Roll, zu dem, sie weiß, wie das geht. Herrin des Verlustes und so. Puff! Hat's die Macht. Schriftrolle Plage, Schriftrolle Wiederbeleben. Du hast keine Schriftrolle Wiederbeleben mehr, du nimmst das mal. No one stopped me yet. Trank der Engelspause. Exil in nekrotischen Resistenz. Trank der Engelspause. Trinke dies, um 2 Züge lang in Schlaf zu fallen. Sofern du nicht gestört wirst, erwachst du mit
dem Nutzen einer kurzen Rast und gewinnst alle Zauberblitze des ersten und zweiten Grades zurück. Wenn du vor Ablauf dieser Dauer geweckt wirst, wirken die Effekte nicht. What? Das ist ziemlich krass. Was hast denn du eigentlich? Ach so, du hast jetzt das am. Du hast das mit Totenreden am Amulett, das ist nicht mehr scheiße. Das für eine plus 1 Rüstungsklasse, wenn du von Schatten verschleiert bist, finde ich irgendwie doof. Du bist in die spurlose gehen, cooler. Hallo? Danke. Täuschen. Das ist gar kein sinnvolles Amulett, ne? Mal nach Typ, damit ich die Amulette alle zusammen habe. Besitze. Das intelligente Amulett. Mein Bruder hat keine Träger in einem kritischen Treffer gegen einen Humanoiden und das zieht 20 Sekunden lang lähmen. Hiebschaden. Gewährt verwundbarkeit gegen Wuchtschaden. Und dich tarnst Gestalt wandeln. Unsichtbarkeit verschwimmen. Rüstungsklasse. Ja, ah ne, das ist kein Amulett mehr, verdammt. Tanzende Lichter. Ja, du kriegst jetzt den Tentakel-Beschwörungsbombs. So, kann ich das nochmal machen oder war es das? Ne, das würde sie nicht tun. Das war aber mein Hauptcharakter. Schatten hat es nicht einverstanden. Ja, hätte man sich denken können. Aber sie sagt nichts dazu. Au! Ups. I guess. Charismatischer Wächter, intelligenter Wächter, weiser Wächter. Oh. Gleißend ist das Einzige, wo sie halt wirklich anfällig für sind. Ach du Scheiße. Ja. I guess, das wird spannend. The hammer's gonna fall. Ja, wenn das Ding zum Bluten bringen kann. Naja, wahrscheinlich nicht, was ein Konstrukt ist, ne? Da waren 13 alt. War keine so smarte Idee, sind wir ehrlich. Aua, ey, Säure ist echt eklig, weil es auch noch die Rüstungsklasse reduziert. Ja, genau das. Aua. Doppelaua. Schutz vor Energie. Schall, Blitz, Feuer, Kälte. Ich kann halt nur das machen. Ja. Sieh, ob das eine smarte Idee ist. Nothing comes easy, siehst du, bei Schallschaden, seid ihr auch immun? Yo. Ich habe wirklich jede Resistenz. Außer gleißend. Ja, puff. Gift. Säure könnte ich machen, könnte ich versuchen. Dann vielleicht ein Stück darüber gehen. Dass ich hier eine Säurebubble mache. Aber es steht eh schon drin, oder? Nicht eh schon Säure-Shit? 16er Rüstungsklasse.
Also du hast auf jeden Fall Säure, du hast nämlich dann wahrscheinlich nur eine niedrige Rüstungsklasse. Energieresistenz haben sie mit Sicherheit auch. Eine Energie haben sie nicht. Okay. Dann. Idee ist, what it is. Oh, Konzentration verloren. Sehr gut. Das ist super nice. Ja, wie Energie-Damage ist, ja, dann Energie-Damage, ne? Kann ich hier das machen? Das ist nicht humanoid, ne? Und sowas ist 35%, 60% auf den da. Dann mach ich das doch mal auf den. Damit der auch wieder ausgenockt ist. Wir da unseren... Konzentration verloren, Zeichen des Jägers, sehr schön. Hau ihn! Nice, brauchen wir Healing. Auf Kalach. Du bist halt einfach nur dabei. Und das macht ja auch Energie-Damage, also... Oh, er liegt schon nicht mehr, das ist natürlich blöd. Das ist natürlich blöd. Er ist ziemlich dead. Ah, aber der hält mich jetzt davon ab, da weiter vorzugehen. Ja, dann machen wir das doch hier gegen ihn. Hallo? Okay, darf ich gegen ihn nicht machen. Und da mache ich, glaube ich, nicht genug Damage mit 8 bis 13. Sehr schön. Haben wir einen down. Aua. Nicht weglaufen. Healing. Healing it is. Sonst habe ich nichts mehr zu tun. Moment, passiv werde. Nicht mehr wegschieben. Ich habe meine eigene Waffe angegriffen. Oh nein. Ach, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte den natürlich angreifen. Du nimmst mal das noch. Verprügeln. Hat ja nicht funktioniert mit dem, ne? Der wird ja doch überlebt. Schade. Hey, du kommst doch niemals weg. Okay, na mal, du kommst weg. Aber wir können jetzt einfach sprinten. Guten Tag. Wir haben gerade 30 Damage mit Schutzgeiste gemacht. Holy fuck. Ja, du bist wieder nicht fähig, das sinnvoll hinzugehen. Oh, du darfst sogar noch attacken. Oh, geil. Dann verprügeln wir heute doch einfach alles. Einen rücksichtslosen Angriff, nee, einen Dingensangriff, einen nicht rücksichtslosen, sondern einen
wie heißt es, hinterhältigen Angriff. Ist halt nur am Melf-Säure-Arrow-Spam, die Sau. Nur daran ist er. Sonst macht die Sau gar nichts. Ich würde sagen, wir brauchen kurz eine Rast für die Heals. Okay, wir haben einen Schar verärgert, aber haben wir jetzt den Dolch? Wir haben den Dolch, okay. Fand's nicht so witzig. Hat sich Schars Gunst durch Witz und Verstand verdienen. Lange Rast. Bis zur nächsten Lange Rast ein Bonus von plus 5 auf Intelligenz, Charisma und Weisheit. Oh, what? There better be a soft bedrock in my near future. Das ist aber irgendwie ein kleiner Bonus. Also ich hätte gedacht, dass wir noch eine kleine Story dran hängt, aber das war nicht der Fall. Zumindest das Gefühl ist jetzt fertig. Die Statuen unten haben wir alle gemacht. Wir sind in den Raum gegangen. Ja. I'm ready. Whatever it takes. Mach mal noch einen bunten Heilen auf sie, bitte. So, wo sind wir jetzt? Finde das Buch, bestrafe das Böse, erreiche die Türme des Mondaufgangs, Rolands Standort. Türme des Mondaufgangs, die Tieflinge festgehalten werden. Ich glaube, wir haben noch einiges zu finden, tatsächlich, in den Bereichen hier. Das ist die alte Stadt, oder? Genau, das ist die Steinmetzgilde, wo hier ist ein Haus der Heilung, großes Mausoleum, Töte Orton. Dann gehen wir doch erstmal nach Südosten. Light on my feet. Speichern mal. Drüben sind Judesäcke und ein rostiges Großschwert. Nichts drin in den Judesäcken. Ich glaube, rostige Großschwerter brauchen wir auch nicht mitnehmen. Moment. Antlitz der Feigheit? Was geht denn hier ab? Antlitz der Gier. Wir sind im Zollhaus angekommen. Wieso wieder kein Licht mehr? Achso, Licht. Ah. Licht hat keiner mehr, ne? Was geht denn hier im Zollhaus ab? Hallo? Seems like a good moment to talk. You should leave now. I should have left when I still could. Who the fuck are you? So much time wasted. Darf ich nicht hin, okay. Ich würde mal, ich sollte lieber nicht looten erstmal, weil ich nicht genau weiß, was hier abgeht. Dann ist es irgendwie alles gecursed und sonst was, wenn ich hier Gold nehme, ne, beim Zollhaus. Stelle ich mir nicht so gut vor, in einem Zollhaus einfach Gold zu klauen. Hallo? Okay, bin ich wieder durch. Ich will raus aus dem Zollhaus. Spannend. War ein kurzer Besuch im Zollhaus. Okay, geht's in den unteren Bereich rein? Schlossknacken? Raidwind Zollhaus. Let's try. Sieht gut aus. Sieht erstmal nur aus wie ein Keller.
that might be worth a look. Oh. I'll give it a shot. Nicht nur ein Keller. Goldband, Silbercage, Garringtons Notizbuch. Kurz im Hauptbuch steht es von einer Einfuhrsteuer für Händler, die das Zolls von Redwin verhängt hat. Die Steuer war eindeutig übertrieben hoch und fasste neben Edelstein und Schmuck auch Gold. Auf die letzte Seite wurden einige Notizen geritzelt. Handel nimmt ab, Händler haben Angst vor Catherick, Angst vor Krieg. Er wird mein Geld nicht kriegen. Okay. Bulli-Trompeten. Pflanzen werde ich ja wohl mitnehmen dürfen, oder? Das wird ja wohl legitim sein. Hey. Ist die kahle Truhe, Bulli-Trompete. Ich bin etwas überrascht, dass hier so, also es ist einfach nur hier sind Kisten, ja, aber ansonsten ist hier nicht offensichtlich irgendwas, aber ich höre blöde Geräusche. Jetzt habe ich doch schon was genommen, ne? Das wollte ich eigentlich nicht machen. Holzsack, Moscherholzsack, Skelett. Warum zur Hölle kann ich hier runter doppeln? Sieht auf jeden Fall aus wie irgendwie Tal mit Bach. Hat jemand Wertsachen zur Seite geschafft? Ich wollte nicht reden. Irgendwelche Vasen tonnenweise. Und eine vergoldete Truhe. Pfeil der Arkanen Interferenz. Arion. Seelenmünze gibt's auch, lol, what? Deswegen, das ist ja. Okay. Karl, was ist damit? So, hey, we've got this soul coin, right? Thing is, I think I can use it. My engine can, anyway. Zariel used to top me up every now and again when she wanted me to go after an especially wicked target. Genau das, sie enthalten echte Seelen. Ich weiß nicht, ob ihr sie einsetzen solltet. Habt ihr jetzt ein Münzschützenherzen oder wie? Next time we find ourselves toe to toe with something we want to squash, drop a coin in. See what happens. Nee, das ist keine gute Idee. Eine Seelenmünze gehört der Seele, aus der sie entstanden ist. Mein Interesse ist geweckt, im nächsten Kampf bekommt ihr eine. Yes. Now I just need something to sink my teeth into. Okay, vergoldet Goldkelch, Silberkelch, Bronzering, Silberamulett. Oh, da ist noch ein Hebel. Den machst du bestimmt nur wieder zu von der Seite, oder? Ja. Nicht das, was ich meinte, also was mir nützlich wäre. Wofür ist auf der Innenseite ein Hebel? Man ist doch normalerweise nicht drin. Man kommt doch nicht von drin. Ich bin irritiert. Oh, da ist noch eine schwere Truhe. Oh, das nehme ich. Jetzt haben wir doch angefangen zu klauen vom Zollhaus. Jetzt sind wir wahrscheinlich doch der Gier anheimgefallen, die uns hier gleich bestrafen wird. We're close. I can feel it.
The Absolute. Its power is strong here. Aber da wollen wir gar nicht hin. Wir wollten erstmal noch Rolands Standort finden. I've got a long road ahead. Wollte ich nicht hin. Ne, mit euch will ich nicht reden. Lass mich in Ruhe. Ich da gerade XP für gekriegt habe. Mit euch will ich noch nichts zu tun haben. Oh geil, 2 Gold. Yum, yum, yum. Und verfaulte Kram. Wer seid ihr, dass ihr einfach gestorben seid? Schlangenzahntoxin. Und ein Scharitenpsalm. Letzter Psalm. Die Herrin Char bereitete verfaultes Fleisch auf dem Tisch vor mir aus. Iss von meiner Beute, drängte sie. Sie drückte ihren rauen Mund an mein Ohr und fasste mir mit der Krallenhand an die Lende. Lab dich, flüsterte sie. Ihre Zunge ließ Gift in meinen Mund tropfen. Still dein Hunger, rief sie. Die Hafner stehen kurz vor dem Sieg. Unser Schicksal steht fest. Dunkle Göttin, wir sind dein, wie ihr es verlangt habt. Haben wir uns gemeinsam am Fleisch dieser großen Bestie, unsere Lenden und Lippen, lasst uns schwelgen, lasst uns trinken von diesem Gift. Wenn die Dunkelheit kommt, lasst uns ihr mit vollem Magen begegnen. Okay. Hier, Schatten, jetzt viel Spaß mit deinem Psalm. So. Dann doch oben lang. All's well that ends. Not as bad as it could have. Dark Justicius, who fell long ago in service of Shah and Catherick Thorne. Oh, hallo Roland. Stimmt, du hast die Leute allein gelassen, ne? Da war ein Thema. On the way. Roland, I knew the Tiefling was a fool, but this. Verängstigt, finde ich schon mal gut. Kann sich in unsere Richtung bewegen. Der stirbt wahrscheinlich ziemlich schnell, oder? Oh ne, er hat 50 HP. Der ist sogar actually kind of okay, was Sterben angeht. My faith will protect me. Na, mal sehen, ob dein Faith dich protected. Eigentlich auch die heilige Flamme, die hat er nicht mehr. Ja, RIP. Still breathing, despite everything. Hätte ich nur eingebraucht. Na gut. Ja, ich bleib, glaube ich, lieber doch da stehen. Ein bisschen aufgeteilt sein. Ich kann sagen, weh, du gehst jetzt nach vorne. God damn it all! I can do nothing right! Not a damn thing! Erbärmlicher Magier, natürlich müsst ihr gerettet werden. Warum? Oh, weil Kallach neben ihm stand, ne? Was macht ihr überhaupt hier? Ihr solltet doch im letzten Licht sein. Bitte sagt mir, dass ihr nicht nach Mondaufgang sucht. So what if I was? Cal and Leah could be there. Instead, I found myself cornered by shadow fiends and in need of rescue. From you, of all bloody people. Ihr wollt euren Geschwistern, ihr seid zu hart zu euch. Not hard enough. I failed Cal and Leah again. Be on your way. I'll return to Last Light. I know when I'm outmatched. Du bist halt alleine und wir sind 4. Was ist dein Problem? The fork? These boots have seen everything. You sense that this one was once a fisherman, taught by his father.
Die sollten wir nicht anfassen. Das hat man irgendwann einen Check geschafft, dass wir diese komischen Raben in Ruhe lassen sollten. Oh, was macht denn eine Holztruhe hier? Mit dem Silberkelch drin. Hallo? Wo sind wir denn jetzt eigentlich hier? Okay. That's curious. Ja! Gib mir. Immer her damit. Apropos. Ja, sind wir irgendwann fertig mit der nicht angespielten Animation? Danke. So, das ist ja Pegasus-Feder. Trank des Heldenmuts. So, was ist hier? Rostiger Speer, dunkler Justiziarmaske. Whatever comes, I'm ready. Das ist doch was für dich. Was macht denn die? Achso, das ist die, die ich schon auf habe. Einschüchtern plus eins. What are they? Und einen rostigen Speer. Untersuchungsnotizen lesen. Das Buch ist in einer engen, präzisen Handschrift beschrieben, die auf einen konzentrierten analytischen Verstand schließen lässt. Einer der Gäste im Verlies hat einen neuen Hinweispreis gegeben, Friedensherrn Schar, dass sie den Erfinder der Daumenschrauben inspiriert hat. Der Gast sprach von einem verlassenen Haus, siehe bei Koordinaten auf der Karte, das einst einem Töpfer gehört haben soll, nun aber als geheimer Tempel für verbliebene Seloniten und ihre Sympathisanten dient. Natürlich ist es möglich, dass der Gast falsche Informationen geliefert hat, nur um sein Leid ein Ende zu setzen, doch ich gehe nicht davon aus, sein Geständnis halt die harte, nackte Qualität der Wahrheit. Ich werde unverzüglich Nachforschung anstellen, diskret, versteht sich, ist besser, wenn ich nicht gesehen werde und sollte ich selenitische Idole oder Schriften finden, kann ich Verstärkung rufen und eine Falle planen. Ach, was ist es für eine Freude, ihre Gesichter zu sehen, wenn sie auf frische Tat ertappt von dunklen Umhängen umzingelt werden. Werzen Vranlog, Inquisitor der Kirche der Herren Schar. Okay. Weiß nicht, ob dein Inquisitorentum dich wirklich weit gebracht hat, sind wir mal ehrlich. Was denn hier passiert? Tote. Hier sind auch wieder tote Gedjanki. Kapitulationsurkunde. General Catherick Thorm, schweren Herzens muss ich die einvernehmliche Kapitulation der Hafener Kräfte und ihrer Verbündeten von ihrer Armee dunkle Justiziare einräumen. Hafner wirken gegen das Böse, wo immer sie es finden. So will es unser Kodex und so haben wir gehandelt. Doch ich weiß nun zu gut, wie es weitergeht. Und sie sind sich stets der Konsequenzen ihres Handels bewusst. Wir dürfen den Leuten von Redwin kein Leid zufügen und wahrlich auch mit dem großen Sterben an der Schwertküste und vielleicht darüber hinaus dürfen wir nichts zu schaffen haben. So steht es geschrieben und so soll es geschehen. Kelben Aurunsun für den Hohen Rat der Hafen und seine Verbündeten. Zwei Worte wurden auf den Rand der Schriftrolle geschmiert. Kapitulation abgelehnt. Aha. Gedjanki Kurzschwert. Okay. Gedjanki Tafel mit Imschrift. Ah. Die müssen wir natürlich mit Leselma. Dark Justicius. Who fell long ago in service of Shah and Catherick Thorn. Rostiges Großschwert, rostiges Kurzschwert. War ich da oben nicht schon? Ist zu hoch. Ich will jetzt eigentlich auch keinen Zauber verballern, nur um da hochzukommen. Weil da eine schwere Truhe ist. Aber ich meine, das kann doch Karlach safe da hochspringen, oder? Ja, Weges, aber da ist er nicht unterbrochen. Hier, ganz entspannt. Karlach kann das. Da ist ja nichts so Spannendes drin. Oh ja. Geht's hier hin? Geht's weiter? Wie geht's dann dahin zurück? Okay. Uch. Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn jetzt? Achso, ich hätte einfach hier rüberlaufen können. Ich meine, aber warum kracht ihr das nicht automatisch? Hier rumlaufen. Jetzt macht er es automatisch. No time to rest. What's in here? Wonder if the gods are watching me. Knochenhaufen. Sehr neblig hier an der Stelle.
Hilfe gesucht. Okay, ich bin also bei Raytheon hier. Hauliers and merchants wanted. Sail the silvery seas, gaze upon the gate. No experience required. Okay. Was ist das hier? Solches Lager sieht es nicht aus. Moment, hier ist noch jemand markiert. Antlitz der. Achso, jetzt bin ich wieder im Zollhaus. Hier geht's hoch. Hallo. Geht's sogar noch höher über den Ast. Das ist eine Klotür, Lul. Kannst du das Klo aufmachen? Mich auf einen dreckigen Klositz setzen, da habe ich jetzt wenig Lust drauf. Silbermesser, Hackebeil. Kann ich hier hochgehen, dass ich auf die das klettern kann? Ja, ne? Das hört sich doch ganz gut an. Wir klettern einfach hier ein bisschen hoch. Sind wir unter uns? Wir sind jetzt zu hoch. Ja, supi. Nicht ganz gefunden, wie ich da an die richtige Stelle komme. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Wait a second. Wer fällt runter? Something over there. Okay, es ist markiert alles, da ist was, aber was kann ich damit machen? Oh, das kann ich damit machen. Komme ich da jetzt sinnvoll runter? Ich kriege immer noch 9 TP Damage. Das ist mir ein bisschen viel, Freunde. Garingoth Thorn. Oh, das ist der Typ, für den ich das Zauberding und ich nehme die Wurzeln. Wie werden das? So, ich komme da sonst nicht hin. Okay. Ja, doch wieder hoch. Ist überall Gold. Oh. Der verliert das Gold. What do you bring? Du bist jetzt Zöllner. Ich bringe den Fluch über diesem Land ein Ende. I require gold. Bisschen Gold haben wir schon dabei. Ich hab kein Gold mehr. You cannot pay. You cannot pass. Gold! 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 Wait, der hat 600. Kann der mein Gold gegen mich selber richten? Haust mich ja. Die Frage. Münzen, Beinschutz. Verfluchte Münzen haben sich um das rechte Bein des Zöllners gesammelt und erhöhen ihre Gesundheit. Ha. Wachstum. So wach. Ach, war die wachsam, nicht Wachstum. Resistenz gegen Vertreibung, Münzenrüstung. Zum Kreatur ist der klimpernde Inbegriff der Goldgier, ob es eine Möglichkeit gibt, die Rüstung zu entfernen, ohne die Münzen zu zerstören. Die Münz. Die. Oh.
Linke Finger, Gelegenheitsangriff. Ha. Der hat eigentlich gar nicht so viel HP. Du bist aber nicht untot, oder? Doch, du bist Stufe 8 Untote. Kann ich den runterschubsen? Antlitz der Schuld. Grimmiges Antlitz. Bist du untot? Ja, du bist untot. Ich habe ihn runtergeworfen, aber das hat nicht viel gebracht, außer, gut, er hat 100 Damage gekriegt, das ist schon ordentlich. Würde ich sagen. Aus meiner Perspektive jetzt. Wait, ist er immer noch da? Ich bin doch gerade. Achso, ich habe ihm nicht genug Damage gegeben. Ich dachte, ich hätte ihm richtig hart gedamaged, dass er schon tot ist, aber habe ich nicht. Und die töten einfach gerade aus Versehen nebenbei mein Main-Character schon wieder. Ich hab ja wenig Lust drauf, Leute. Da habe ich wenig Lust drauf. Meine Seite gegen Gleis sind irgendwie immun. Habt ihr irgendwelche Immunitäten? Psychisch seid ihr angreift. Na gut, das ist jetzt wurscht. Oh, er verliert HP, wenn man die Dinger platt machen. Okay. Dann werden wir die Dinger wohl platt machen müssen. Hoffentlich verliert er auch Damage, wenn wir die Dinger platt machen. Warum kann ich den nicht steuern? Aua. Stellen wir uns mal den Weg. Der spurtet. Und beschwört goldene Waffen. Den können wir aus dem Gleichgewicht bringen. So. Ja, die Frage ist nur, Astarion würde wahrscheinlich killen, wenn wir dem einen normalen Attack geben. Weil er, glaube ich, jetzt schon deutlich weniger Damage macht. Das Ding ist platt. Kampfrosch gibt mir doch was, ne? Der Kampfrosch gibt mir doch ordentlich was. Das waren 18, da muss ich nochmal zuhauen. So, und du gehst mal tanken, würde ich sagen. Ja. Wunden verursachen. Moment, hat er Nekroresistenz? Oh, ich bin so doof. Der hat eine Nekroresistenz. Ah, ich bin so doof. Damit bin ich verbrannt. Weil ich einfach 5 Hits auf einmal gekriegt habe. Oh Mann. Sterben macht nicht so viel Spaß, Leute. Das kann ich euch mal sagen. Hier immer so komisch. Explosiver Schatz. Das ist natürlich nicht so das Problem. Ruf mich halt direkt an, ne?
just like old times. Hat nicht funktioniert. Hätte er ja spurloses Gehen machen sollen, das ist aber eine Aktion. Was? Immobil. Achso, Quatsch. Nachteil verängstigt. Achso, ich darf auch nicht laufen. Der ist schon so ein Problem. Ich glaube, ich werde dich brauchen gegen die Viecher hier. Du kommst mal her. 70% kommt. Ben ist inspiriert. Okay. Ben ist inspiriert, gleich und gleich. Auch wenn Ben tot ist, das finde ich ja spannend. Whatever monster she became, she was a person once, before this curse. Frau Klerikerin. Ja, ich bin ja dead, ne? Kannst du kurz was rausnehmen hier? Ach du Schande, da ist ja so viel drin, ne? Wo ist es? Moment, Wiederbelebungsschriftrollen? Die habe ich doch hier dabei. Da. Stapel teilen. Nehmen. Wirken. Ben. Ja doch. Take you. I'm fading fast. I must heal. Ja.